Ja, dann erklärst du nochmal, was wir machen. So, willkommen bei den total verrückten Drachentötern. Heute sind wir zu, oh Gott, wie viel sind wir heute? 5, sehe ich es richtig? Ja. Ja, zu 5. Nein, nein! Ja, man hört die App schon schreien, wir haben dran noch gar nicht angefangen. Muss doch noch gar nicht schreien. Vom Hintern, Mensch, die bewegen sich aber auch doof. Ja, April ist ein Hinterfetischist von Rexen, jetzt wissen wir das auch alle. Ich hab's. So hinter das macht. Nein, ich rutsch wieder runter. Ja, genau. werden wir ernst. Ich weiß, es fällt schwer. Nein, 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 nein. nein, werden wir nicht. Oh, ich häng fest. Nee, doch nicht. Okay, das kann losgehen. So, okay, wer den Boss noch nicht gemacht hat, kurze Reihenfolge. Der ist nämlich relativ fest in seiner Reihenfolge. Und zwar, wenn wir reinkommen, fliegt der oben am Himmel. In dem Moment kommt man nur mit den Knarren ran. Dabei schießt er dreimal einen Feuerball ab. Auf irgendjemanden. Das kann ein unbemannter Rex sein, das kann aber auch ein bemannter sein. Dann sollte man weglaufen, denn der Feuerball trifft einen Spieler. Und macht ordentlich Schaden. Er wird uns nicht one-hitten, aber im zweiten könnte schon tödlich enden. Nachdem der das dritte Mal diesen Feuerball gemacht hat, brüllt der. Das hört man eigentlich auch. Je nach Soundeinstellung. Und dann kommen die Morphodons und die Petris. Und kurz. Das ist der Moment, wo man dann auf den Rex sitzen sollte. Ja, also das müssen wir jetzt überlegen. Also ich denke, man kann jetzt auch von Anfang an auf den Rex, muss dann halt, also wir müssen uns jetzt irgendwie am Anfang verteilen, damit wir nicht so ein breites Ziel abgeben. Dann kann man vom Rex aus schießen. Und sobald man sieht, dass der Ball auf einen abgeschossen wird, absteigen, kurz lossprinten, in Deckung gehen. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Weil ich denke, mit dem Rex ist man ein bisschen schneller als zu Fuß. Wo war ich jetzt? Ach ja, wenn die Viecher da sind, aufpassen. Er schießt dann immer noch Feuerbälle. Das heißt, man muss gleichzeitig die Viecher platt machen und immer noch ein bisschen nach oben gucken, dass er einen nicht abmurkst. Müsste ich spinnen, ob das ein oder zwei Feuerbälle waren, die er noch abgeschossen hat. Und dann kommt er runter. Der landet dann irgendwo in der Arena zufällig und dann ja, drauf und tot beißen. Und am besten ein bisschen drumherum verteilen. Je weiter wir verteilt sind, desto schlechter ist die Wahrscheinlichkeit, dass er alle Rex gleichzeitig anzündet. Noch Fragen? Warum machen wir das? Weil wir es können. Ich hab's nicht verstanden, bitte nochmal alles. Mein Rex hat sich geschüttelt, der will nicht mehr. Er brüllt und dann spawnt er die Morphodons und dann kommt er runter. Dann schießt er noch ein, zwei Feuerbälle und dann kommt er runter. Okay. Bis dahin sollten wir die Morphodons weg haben. Wir hoffen, dass wir die mit den Rexen rechtzeitig genug totgebissen kriegen. Aber wie gesagt, immer noch ein bisschen mit einem Auge nach oben schielen. Wenn wir reingegangen sind, werde ich auch, man setzt euch auf eure Rexe und dann nehme ich den Rest erstmal ein Stückchen vom Teleporter mit. Dass die ein bisschen beiseite stehen und die werden dann per Pfeifbefehl draufgejagt. Okay. Fragen? Verbesserungsvorschläge? Letzte Wünsche? Ja, komm. Ich bin immer noch für Blümchen pflücken gehen. Oh ja! Leider hat der Drache alle Blümchen abgepflückt schon. Oh. Na dann halt Umgebung bestaunen. Ja. Steinchen sammeln. Okay. Das kann sogar funktionieren. Bestes Wetter hier. Wir können nicht gehen, es regnet. Ja. Oh, bei dem regnet es nicht. Ja. Das ist schön draußen. Da ihr, wenn du auf den Rexen rumgespielt seid, denkt dran, beim Reinporten nicht auf den Rexen draufstehen, entweder unten stehen oder richtig drauf sitzen. Keine Ahnung, ob das mittlerweile nicht sonst gefixt hätte. Ja, Summoners, der Rex wollte dich einfach nicht sitzen lassen, ich weiß nicht. Ja. Aber du hast das Sattel weggenommen. So. So. Gut. Dann kann ich anschmeißen. Ich ja. Denke schon. Gut. Dann Petri heil. Weil jeder ist ja bereit zum Sterben, oder? Boah. Ich bin zu jung. Ist die Blase kleiner als letztens?
Nein. Ah, oh, das sieht schön aus. Ich stehe vielleicht nur ein bisschen noch enger zusammen. Das glitzert. In 8 Sekunden geht's Massaker los. Ich hoffe ja nicht. Gut, Massaker wird so oder so. Sollen wir gleich einen Rex nehmen, jeder? Ich bin draußen. Nee, nee, macht euch nur erstmal weg. Erstmal können wir noch. Ist schon die Wahl. Das Drache. So, verteilt euch ein bisschen. Ich muss die Rexe noch wegbringen. Bin ich gut? Wenn er steht, einfach Feuer drauf. Oder hab. Oh, guckt euch das an, das sieht schick aus. Sieht irgendwie gar nichts. Oh, da hat gerade zwei Stück auf mich geschossen gehabt. Morphodons. Vorsicht, ihr da hinten kriegt was. Au, 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 au. Bewegung. Pfeile sind weg. Ich kann den Baum nicht zack. Mäh. Gemein. Nicht gemein. Oh. Oh. Fliegt wieder. Aber wie willst du denn nach oben gucken, während du Flugzeug kaputt? Er ist wieder gelandet. Oh, ich hänge in den Rex. Hört sich das komisch an, wenn man auf den reinbeißt. Ja. Ja. Die Abfall leben hier rauskommen. Das ist natürlich richtig geil, wir kommen nicht von hinten ran. Also beim Rechts geht's noch einigermaßen gut. Ja, das sieht doch gut aus. Sterben, so sterben wir. Ja. Joho, geschafft. Ja. Aber es muss nur irgendjemand Apples Leiche finden. Ich kann mich ja nämlich nicht bewegen. Ich bin bei so einem doofen Baum. Unter meinem Harlekin. Ich komme gar nicht mehr hier raus. Ich auch nicht. Aber so. Ich stecke in dem fest. Kann man den irgendwie wegfressen? Nee. Aber wisst ihr, wo sie gestorben ist? Ich hab sie. Die blöden. Ah, okay. Übergroße Dodo lebt auch noch. Yay! Was lebt? Der Dodo. Übergroße Dodo. Achso. Sollen wir eigentlich beim Rausbauen runtergehen oder? Keine Ahnung. Also ich hab's ja so und so schon probiert, beides hat geklappt, mittlerweile scheint es gefixt zu haben. Nee, weil ich steh gerade im Drachen fest. Und dann geh lieber auf den Rex, als dass du auf den. Oh, guck dir, mein Rex, der war knapp. Oh, Türpchen bauen ist hier gerade. Ja. Gut, mein Rex ist fast tot. Ich hab grad ein extremes Standbild. Mein Rex hat nur noch 6000 Leben gehabt. Das ist normal. Da war aber auf Medium sterben alle, oder? Auf Medium müssen wir mit mehr Rexen rein. Der muss schneller umfallen. Also mein Rex hat noch 1000 Leben. Der wäre der nächste gewesen. Nee, da rennt doch mal einer zu dir hin.
Leute. Man hat noch 15.000. Ja. Mein Iguanodon kann fliegen. Ich bin gerade bei mir gehüpft, dann hatte ich ein Riesenstandbild und bin jetzt plötzlich bei den Wassertieren im Wasser gewesen. Das hat nichts mit Fliegen zu tun, du hast einfach nur tierisch geleckt. Ich bin geflogen. So, wer hat das Vieh überhaupt gelootet? Irgendeiner Rex soll das gelootet haben. Ja, Sunny, da hast du einen Rex schlimmer als dich, als dein erwischt. Da, ah. Ja. Oh, mein Rex hatte alles. Oh, sehr schön. Vielleicht sollte man mal ein Heilschwein suchen und das mal wieder hochheilen. Lebt meiner noch? Ja. Fix 40 Element und die Trophäe. Wegen der Trophäe haben wir den ganzen Kram ja gemacht. Aber ihr seht, trotz runtergestellter Einstellung ist das Vieh echt übel. Ja. Hä, und ich geh's und auf Beta hat das Ding nochmal doppelt so viel Leben. Also ich geh jetzt erstmal zurück in die Base, um meine Rüstung reparieren. Die erste Satz war kaputt. Ja, boah, aber meine ist auch, ein bisschen ist auch was. Kaputt. Habt ihr mein Zeug gefunden? Ja, ne? Ja. Ach komm, ich mach wieder Rex hinter den Hof. Ah. Mal sag mal, reparieren. Ach, es gab wieder ein Fähnchen. So, die Trophäe, die ist drin. Ah, sehr schön. Und das Fähnchen stelle ich auch gleich hin. Dann muss ich noch Silik holen. Silik ist alle. Der ist fast tot. Einer hatte 500 Leben nur noch. Welcher war denn der fast tot? Der A! Da müssen wir bei dem gucken. Der hat jetzt 3000. Weil ich gerade hochheile. 4000. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal auch mit dem Heilschwein rein. Ist die Frage, ob das Heilschwein das überlebt. Na gut. Solange das, wenn das Heilschwein ein Stückchen abseits steht. Wie viel Heilschwein hat denn unser Leben? Nee, Quatsch. Oh, das Heilschwein hat fast 10.000 Leben. Sofern es nicht tanken muss, sollte das eigentlich gehen. Ja. Also die Frage, sollen wir noch Rexe mitnehmen oder nicht? Also mehr Rexe würde mehr Damage bedeuten. Wir haben ja genug und wenn nicht, haben wir genug Eier zum Neue machen. Ja. Sorry, dass ich gestorben. Ja, dann nehmen wir noch ein paar Tankrexe mit. So, nehmen wir das Ganze mal hier ein bisschen. Harlekin, lebst du noch? Ja, hast du ein Level? Ja, komm. Auf was soll ich denn den leveln? Damage? 30.000 Leben hat eigentlich auf Damage. Ja, Plüschrex bringt da nichts. Das Problem ist mit dem Plüschrex, als ich den Singleplayer ausprobiert habe, hab ich den fast nie dazu gebracht, dass der alle Rexe gekriegt hat. Der hat immer nur 2-3 Rexe erwischt. Weiß auch nicht. Ja, wenn einer auf dem Plüschrex sitzt. Ja, klar. Ich saß ja auf dem Plüschrex und habe die Rexe draufgejagt. Aber irgendwie habe ich nie so richtig die Viecher alle rein in den Dings gekriegt. War immer außer Range immer. Kriegen dich die Dimorpho dann? Kriegen dich so. Das ist nur das Problem mit den Plüschrex. Da hat man Schwierigkeiten dann mit den Morphodons. Da ist noch ein Stück. So, ich komme auch zurück wieder. Und das Problem ist, weil natürlich, wenn man jetzt mit mehr Tieren reingeht, hat es immer den Problem, dass natürlich jetzt am Anfang es um einiges kuscheliger wird. Mhm. Habt ihr schon mehr Tiere geholt? Ich habe jetzt 3 Rexe noch geholt. Reichen 13? Und einen hatte ich geholt. Also 14. Ne, einer ist verreckt, 13. Sehen eigentlich alle wieder gut aus, so gesehen. Der A braucht noch ein kleines. Ja, 2 heilen noch hoch. Der A hat noch Zipfelchen, ja. Meiner ist auch noch nicht wieder voll, von daher. Okay, gut, bei der Knochen ist, denke ich, sehen wir so nichts. So, der A ist das fertig. Sieht man. Jetzt ist man kann das sehen, ob die Viecher
heilen oder nicht mehr. So. Es ist die Frage, wollen wir Beta probieren oder? Ich würde schon. Können wir eigentlich. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Ach, übergroßer Dodo. Habt ihr die Dinge repariert? Die... Was repariert? Ich meine, Kleidung ist komplett putsch. Ich hab da ja nicht gesehen. Meine Kleidung. Die liegt im Haupthaus. Pineapple, komm, wir rennen mal kurz rüber. Du musst unbedingt noch mehr auf Speed sein. Da. Ah, der hat noch ein Level Up hier. Damage. Oh nein, da kommt ein Skelett auf mich zu. Ich hab Angst. Nein, wo? An der kleinen Kiste neben der Tür. So. Wo ist der Bunny? Ja, da ist der Bunny. So, meine Knarre kann ich eigentlich da lassen, aber ich komme eh nicht zum Riesen. Bin ich auch nicht gekommen, ne? Doch, ein paar Schuss habe ich abgegeben. Nö, ich habe auch ein paar. Also. Bis ich die Rexe da drüben hatte und. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? Zählt doch, das siehst du's. Ein ganz Klumpen. Also nur ein Klumpen? Ja, da muss man schon ein bisschen. Warte, ich bin noch nicht. 13, wenn ich das richtig sehe. Also die große Frage, ob der Dodo in dem Kreis drin ist. Er muss schon ordentlich parken, sonst wird das nichts. Ich glaube, die sind alle drin. Der Dodo vielleicht nicht. Aber nee, 13 bringt kein Glück, oder? Wir sollten noch einen 14. mitnehmen. Und die dürften alle drin sein. Also man kann, ja, wenn man so ordentlich parkt, in zwei Reihen drumherum parken, das geht. Also hole ich noch einen. Sind wir fetzen. Nehmen wir gerade noch das Tank-Girl also mit. Also die Sniper muss ich jetzt nicht mitnehmen. Also ich habe meine da gelassen. Könnte jetzt interessant werden. Vorsicht, da folgt ja noch André. Oh. Nicht weg. Zum Glück kommt er nicht raus. Ja, wir hatten den Schwanz festgehalten von ihm. Ich wäre auch noch mal kurz die Knarre weggeschaffen. Ich denke mal auch, das wird man nicht brauchen. Vielleicht ich glaube jetzt erst recht nicht. Am besten solltet ihr wahrscheinlich eure Rexe, die ihr reiten wollt, auf... Ich nur setzen, dass die stehen bleiben, wenn ich den Rest abpfeife. Ich bringe auch meine Waffe irgendwie. Auf was setzen? Auf Ignore. Wenn ich dann den Rest rauspfeife, dass eure dann stehen bleiben. Das war ja auf B. Ja, auf wir, oder? Und was, wenn ich wieder sterbe? Dann könnte ich mit Teel pfeifen. Meinst du Ignore Whistle, oder? Du willst innerhalb der ersten Whistle. 10 Sekunden sterben, April. Hab ich das vorhin auch schon geschafft? Sunny, ja, was muss ich ausstellen? Die Whistle-Gruppen, oder? Ignore Whistle. Group Whistle. Okay. Gut. Mein Bunny ist. Ignoriert dich jetzt. Oh, jetzt ist es einfacher. Hopp.
Ein Pineapple. Hopp. Hier wird's wieder schwierig. Hey, ich bin noch keinmal runtergefallen. Ich passe nicht weiter runter. So, zweite Runde geschafft. Was haben die Lava? Was da ist, die ist ja gefährlich, oder? Die Lava sollte man auch nicht reingehen. Okay, nee, weil ich bin vorhin fast reingelaufen mit dem Rex. Ja, wäre nicht gut gewesen. Also immer schön hochgucken, runtergucken und zu allen Seiten. Hm? Ja. Und auf den Drachen beißen. Seid ihr sicher, dass ihr mich dabei habt? Ja. Hä? Weil sonst wird's nur halb so lustig. Der A hat erstmal noch A. Der Anschiss. Ja, okay, wollen wir es ein zweites Mal probieren? Könntet ihr bitte aufhören mit dem Gebrülle? Meine Kopfschmerztablette hat immer noch nicht richtig gewirkt und es geht mir langsam echt auf die Ohren. Danke. So, habt eure Tierchen alle auf Ignore gesetzt? Meins Ignore. Moment, Telefon. Okay, dann machen wir mal. Ja, mein Bunny ignoriert dich. Bin ich gewöhnt. Hast du deinen auch auf Ignore gesetzt, April? Ja. Gut. So, dann kann man den zweiten Versuch wagen, oder? Ja, und ist dann die Folge schon beendet? Nö, ich schneide die dann ein bisschen kürzer. Okay. Hab gedacht, du willst ihn auf einmal rausmachen dann. Nö, ich mach nur eine Folge. Ich schneide dann die Wartezeit jetzt einfach mit raus, alles gut. Hey, bist du? Du drängeln. So. Würdest du bitte aufhören, April? Dein ganzes Bild wackelt. Warum hast du schon Angst, weil du zitterst? Nee, ich hab versucht, das Ding zu treffen. So, okay. Einmal Beta drauf. So. Hosen voll, können wir los? Ich glaube. Lass laufen. Wer noch flüchten will, das ist jetzt die Chance. Rückwärts. Hüfte. Müssen alle drin sein. Sieht so aus. Ja, April kann ich abhauen. Ich kann nicht, ich kann nur vorwärts. Nee, noch nicht mal vorwärts kann ich mehr. Oh. Weil ich hab dich von hinten eingekeilt. Du, der hättest ja ohne rechts flüchten können. Ich weiß, aber mein rechts gehört zu mir. Oh, das sieht so schön aus. Sitze ich auf dem richtigen? Ja. Schatzi. Ich bin draußen. Wie draußen? Ja, aus dem Klumpen. Ich sitze da
auf dem Alten. Ich nicht. Ich häng noch. Ah, jetzt. So, wo ist denn nur der Drachili hier? Der ist über uns. Okay. Na, oben sehe ich gar nicht. Nein. Bleib von mir weg. Ach, hier liegt frei. Du kriegst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Mal würde ich ein Stückchen weglaufen, dass man den überhaupt sieht. Ich zoom rein dafür. Hat gebrüllt. Vorsicht. Der guckt mich an, der guckt mich ganz doof an. Nächster Ball. Nein. Da bist du weg. Da war mal einer, ein Tobi. Jetzt Achtung. Ist das Problem, der Rex macht nicht mit. Achtung. Ruhig ein Stückchen nach vorne, nicht dahin. Kann man dran eigentlich nicht. Kann man leider nicht festkeilen, leider. Hört sich auch nicht. Ich hänge in den Club. Ah, der Feuerwehratem war cool. Der ging nicht auf gar keinen. Geil ist, der Drache selber macht total wenig Schaden. Ich hänge im Klumpen fest. Fliegt denn der jetzt hin? Der kommt gleich wieder hergelaufen, also kein Problem. Wartet, bis er über dem Dings drüber ist. Eine Rex. Hauptsache unser Rex läuft nicht hin. Machen die auch noch. Das ist natürlich gerade eine ziemlich hohe Position für uns. Der Dodo ist tot! Nächste. Doch, doch, doch. Und der hat doch schon die Hälfte eingebüßt. Jetzt laufen die auch noch in die Lava rein. Ne? Von hinten ran zu gehen. Mist. Na gut, ja, mein Rex ist gleich Geschichte. Ja. Wartet, dass er wiederkommt. Komm hier rüber, komm hier rüber. Nein, ich will nicht. Ja, mal hoch. Bitte. Meiner ist tot. Er gibt einen René Rex ohne Besitzer. Ja, da steht noch einer hinter mir. Ich nehme den vom Tobi erstmal.
Boah. Der vom Tobi ist auch gleich tot. Kanne und Futter. Mann auch. Und mein Dreck. Armer Feuer bin ich weg. Also bei mir einmal Feuer oder draufballen, ich glaube, der ist dann tot. Bitte stirb! Na gut, ich hau gerade eine Picke auf ihn ein. Und jetzt geht der Rüstung nach und nach. Das war ich, das war mein Rex. Meiner ist gleich tot. Gut. Nein. Gut, also, was haben wir gelernt? Beta ist scheiße. Ich lebe noch! Ich lebe auch noch! Ich steig auf ihn ein! Ich hau so mit ihm ein. Ich lauf grad auf. Oh. Jetzt bin ich auch tot! Ich möchte mein Harlekin wieder haben. Jo, dann würde ich mal sagen, Satz mit X, war wohl nix und damit war ich die Folge beendet.